Hallo, mein Name ist Philipp. In diesem Video kannst du dein Wissen aus dem Intro-Video testen. Zusätzlich erfährst du, wie man nichtlineare Funktionen an ihren Funktionstermen erkennen kann. Schnapp dir am besten wieder ein Blatt Papier und einen Stift und schon geht's los. Zum Einstieg schau dir die folgende Aufgabe 1 an. Finde heraus, ob es sich bei diesen Abbildungen um Graphen von Funktionen handelt oder nicht und versuche deine Entscheidung zu begründen. Pausiere am besten wieder das Video und notiere dir deine Antwort. Die Lösung folgt gleich. Konntest du es lösen? Bei dieser Aufgabe brauchst du den Stifttest. Die korrekte Antwort ist Diagramm 2. Mit Hilfe des Stifttests ist dir bestimmt aufgefallen, dass Diagramm 1 und 3 den Test nicht bestehen und es sich somit um keine Graphen von Funktionen handelt. Nur Diagramm 2 besteht den Stifttest. Zudem entspricht der Funktionsgraph keiner geraden Linie, weshalb es sich sogar um einen nichtlinearen Funktionsgraphen handelt. Aufgabe 2. Bestimme die beiden nichtlinearen Funktionsgraphen und versuche deine Entscheidung zu begründen. Pausiere dazu am besten das Video, damit du in Ruhe überlegen kannst und notiere deine Antwort. Die Lösung folgt gleich. Konntest du es lösen? Die gesuchten nichtlinearen Funktionen sind Abbildung 1 und 3. Warum? Weil beide Funktionsgraphen keiner durchgehenden geraden Linie entsprechen. Bei der mittleren Abbildung handelt es sich um eine lineare Funktion. In der Schule und im speziellen im Mathematik-Schulbuch findest du ähnliche Aufgabenformate. Es gibt jedoch auch Aufgaben, bei denen kein Funktionsgraph gegeben ist, sondern nur ein Funktionsterm, beziehungsweise genauer gesagt eine Funktionsgleichung. Deshalb ist es von Vorteil, wenn du nichtlineare Funktionen auch anhand ihrer Funktionsgleichung erkennst. Was versteht man nochmal unter einem Funktionsterm? Mit dem Funktionsterm ist meist die rechte Seite einer Funktionsgleichung gemeint. Als kurzes Beispiel dient y ist gleich 5x minus 7. Alles zusammen nennt man Funktionsgleichung und die rechte Seite Funktionsterm. Vergiss auch nicht, dass wir statt dem y auch f von x schreiben können. Diese Form ist in Schulbüchern gebräuchlicher. Sie zeigt an, von welcher Variable die Funktion abhängig ist. Was ist mit abhängig gemeint? Einfach ausgedrückt, wenn sich x ändert, also wenn wir für x verschiedene Zahlen nacheinander einsetzen würden, dann ändert sich auch der y-Wert bzw. f von x-Wert. Damit du herausfinden kannst, ob ein Funktionsterm zu einer nichtlinearen Funktion gehört, brauchst du dir lediglich die allgemeine Funktionsgleichung einer Geraden, kurz Geradengleichung, merken. Sie entspricht der Form f von x ist gleich k mal x plus d. Falls du unsicher bist, was die Variablen k und d bedeuten, kannst du dir gerne nochmal das Intro anschauen. Den Link dazu findest du hier. Wenn du weißt, wie der Funktionsterm einer linearen Funktion aussieht, dann hast du im Grunde alles, was du zum Erkennen einer nichtlinearen Funktion brauchst. Merke und notiere dir am besten folgenden Satz. Jeder Funktionsterm, der nicht linear ist, entspricht einer nichtlinearen Funktion. Am einfachsten ist es, wenn du dich beim Funktionsterm auf das x konzentrierst, sofern die Funktion von x abhängig ist. Merke und notiere dazu die folgende Ergänzung. Befindet sich x im Nenner oder hat es eine Hochzahl ungleich 1, so ist die Funktion nicht linear. Falls es kompliziert klingt, dann ist das nicht schlimm. Du wirst es bestimmt gleich besser verstehen. Schau dir mit mir das folgende Beispiel an. Ist dieser Funktionsterm nicht linear? Was meinst du? Pausier kurz das Video und notiere deine Antwort. Die Lösung folgt gleich. Ja, in diesem Fall ist der Funktionsterm nicht linear, da das x im Nenner steht. Schau dir mit mir am besten den Funktionsgraphen an, dann wird es bestimmt verständlicher. Ich lasse ihn schnell von GeoGebra zeichnen. Und hier ist er schon. Du siehst also, dass der Funktionsgraph von dieser Funktion keiner geraden Linie entspricht. Allgemein könntest du dir merken, dass die restlichen Zahlen im Grunde uninteressant sind, wenn du überprüfen sollst, ob ein Funktionsterm nicht linear ist. Die Zahlen hätten genauso gut ein Apfel und Bananen sein können. Sie sind nicht relevant. Du brauchst dich nur auf das x konzentrieren, das heißt auf die Position und ob es eine Hochzahl größer als 1 besitzt. Schauen wir uns zur Sicherheit noch ein Beispiel an. Ist dieser Funktionsterm nicht linear?
Versuche es selbst zu lösen und pausiere am besten wieder das Video. Nein, in diesem Fall ist es eine lineare Funktion. Die Funktionsgleichung entspricht der allgemeinen Geradengleichung und das x hat weder eine besondere Hochzahl noch steht es im Nenner. Versuch zum besseren Verständnis noch die folgende Aufgabe zu lösen. Ermittle alle nichtlinearen Funktionstherme. Pausiere wieder das Video und notiere deine Antwort. Die Auflösung folgt gleich. In diesem Fall sind die Funktionsgleichungen 2 und 3 nichtlinear. X befindet sich einmal im Nenner und bei der anderen Gleichung hat es eine 2 als Hochzahl. Die erste Gleichung entspricht dem allgemeinen Schema einer geraden Gleichung. Ich zeichne wieder schnell die Funktionsgraphen. Hier erkennst du eindeutig, dass nur die Funktionen g von x und h von x nichtlinear sind. Sehr gut. Du kannst nun nichtlineare Funktionen anhand des Funktionsterms erkennen und konntest dein Wissen bereits an Aufgaben testen. Im nächsten Video zeige ich dir weitere Aufgaben zu nichtlinearen Funktionen und du kannst dein Wissen vertiefen. Schön, dass du mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal.